Was geht ab, Freunde? Ich bin maximal hyped. Ich habe richtig Bock. Spider-Man 2 ist endlich am Start. Endlich können wir loszocken gemeinsam. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr genauso. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr den ersten Part so richtig kräftig unterstützen würdet. Mit einer kleinen Bewertung, mit einem Kommentar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Spider-Man-Spiel, Lieblingsfilm. Alles in die Kommentare. Denn bei Spider-Man 1 hatten wir knapp 11.000 Likes. Bei Miles Morales knapp 8.000 Likes. Wenn wir irgendwo in die Richtung gehen, das wäre mega, mega krass. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Let's go. Hey, Pete. Ich arbeite an einer College-Bewerbung. Und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da!
Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer. Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einwirkt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Let's go, Leute! Es geht los! Ey, ich hab so Bock! Hast mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Oh ja, Leute, Sandman ist am Start. Haben sie ja schon im Launch-Trailer gezeigt, aber... Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat sich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid. Wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Ach Leute, ey, ich bin so hyped und direkt so ein Anfang, weißt du, mit Sandman. Junge, Junge, richtig geil. Aber kann es sein, dass MJ eine neue Stimme bekommen hat? Kann es sein oder habe ich jetzt irgendwie nicht verhört? Achtung! Alles okay? Ja! Ich glaube, wir haben ihn! Yo, zieht euch das rein, ey! MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Komm schon! Wie ist der Plan? Lenk ihn ab! Ich hab die Idee! Oh Mist. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Sie
Physikunterricht. Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Nehmt die Treppe, Leute! Ja, wie geil ist das schon wieder inszeniert direkt, ey. Heiß und fettig! Bin da! Heiß und fettig! Oh, es ist geil, dass sie jetzt zusammenarbeiten direkt. Das ist so nice. Ey, wie geil der Sand aussieht. Wie geil alles aussieht. Hab ihn abgesetzt, nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er? Offensichtlich. Ich brauche dich. Yo, was ist das für eine geile Animation gewesen? Auf der Couch. Direkt gegen die Tür. Ja, was ist denn jetzt hier los? Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin. Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts, ich bin nur... Spider-Feuer? Sperrfeuer, okay. Greife an und verteidige um Fähigkeiten wie Spiders Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Yo, okay, let's go. Das klappt? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Ottos Forschung hat sich bei den Armen echt ausgezahlt. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Wie geht's von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Ja, das gibt Ärger. Sandman! Diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Ich weiß gar nicht, was ich großartig sagen soll gerade. Dieser flüssige Übergang zu Mais ist so nice jetzt hier gerade. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Jo! Jawoll! Ey, wie geil die Animationen sind. Muss ich die Netze da retten? Ne, okay, einfach ins Gesicht reicht, okay. Darf ich ein bisschen Sand haben? Jo, ey, das ist so krass. Was ein geiler Anfang. Willst du mich, ey, sag mal, was ist hier los? Wie krass ist das, oder? Das ist ein Fall für Genki! Genki, bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich.
Sie auch, Mr. Parker. Genki weiß alles. Ja. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Es ist nur teuer Fett. Gefällt dir dein Gesicht nicht? Tut mir leid, Sandman. Du hast es dir ausgesucht. 100% Restrisiko. Genau da wollen wir ihn haben. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Du weißt, das geht nicht, Marco. Wir können doch nicht einfach zuschauen. Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Kletter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben, wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Okay, Venom Schlag. Ja, nice. Das Gerät außer Kontrolle. Ey, was wirklich mega krass ist. Wartet. Ich bin draußen gelandet. Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach. Der Wassertank ist die einzige Chance. Was wirklich krass ist, ist die Controller-Einbindung jetzt schon, ne? Du spürst jeden Schlag, den du hier gerade verteilst, spürst du im Controller, aber so richtig. Das heißt wiederum, dass es wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell leer geht, wieder der Controller, aber das ist es wert auf jeden Fall. Das ist so, das fühlt sich gerade so geil an, den Leuten richtig eins auf die Schnauze zu geben. Okay, die sind erledigt. Du noch nicht. Okay. Wo bist du, Pete? Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Yo, jetzt konnte man nichts machen. Nee, okay. Das ist dein Fokusbalken. Wenn du einen vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Fülle deinen Fokusbalken, indem du angreifst und verteidigst. Immer weiter, Miles. Einmal heilen, bitte. Oh, auch das Krabbeln. Du merkst alles. Du merkst alles am Controller gerade. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Na Jungs, Finisher sind verheerende Angriffe, die mindestens einen vollen Fokusbalken kosten. Baue Fokus auf, indem du... Ja, das wissen wir jetzt. Das nenne ich mal ein Uppercut, ey. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Das hat er gemacht, Freunde. Das hat er gemacht. Alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß. Was ist da mit dem Bild los? Ah, jetzt ist es. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe doch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, mijo. Oh, das ist schön, ey. New York braucht uns. Kennt ihr die gelöschte Szene aus Spider-Man 3, wo der wirklich eine Burg baut? Richtig nice, ey. Was hätten die noch draus machen können? Obwohl ich jetzt gerade ganz frisch gelesen habe, dass Spider-Man 4 geplant war, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Allerdings mit einem Budget von 400 Millionen Dollar, ey. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, damals 400 Millionen, das ist mega krass. Also damals mit 400 Millionen, heutzutage ist ja gefühlt... Ja, nicht normal, aber einige kosten schon 300 Millionen, wo du dich fragst, was ist da los, wo sind die, wo ist die Kohle hin? Wo ist die Kohle hin? Was habt ihr mit der Kohle gemacht, ey? Aber ein Spider-Man 4 von Sam Raimi wäre schon geil, Mann. Ich würde meinen Auftrag lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College.
oder Spider-Man. Was hat er jetzt nur eingetroffen? Ey, Pech. Das kann warten, Miles. Pass auf. Komm, weg mit dir. Woo! Yo, ey, die Animationen sind einfach. Das ist Next Level, Junge. Das ist einfach Next Level. Was soll das? Warum machst du das? Wie läuft's so, Spider-Man? Fast geschafft! Der Tank gehört uns! Jetzt gehört er ihm! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Er will mich fressen! Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Haben wir es geschafft? Für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Da sind sie, die Flügel. Jo, die Optik gerade. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Miles! Miles! Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Worauf habe ich mich eingelassen? Das ist safe einer der krassesten Spieleranfänge, die ich jemals gezockt habe, jetzt schon. Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sagst dich um sie, aber nicht um mich. Von wem? Von woher kennt man den Sprecher von ihm? Das Sandman ignoriert sie nicht. Blitze? Was geht jetzt? Elektrisch? Ah, ne. Genau, was. War ein bisschen verwirrt, weil Peter getroffen wurde, deswegen. Irgendeine Idee? Ja. Die Klasse ist wieder vereint. Das ist so geil. Okay, nutze einen vollen Balken, um entweder Heilung oder Finish auszuführen. Ja, okay, gut. Hab ich verstanden. Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität. Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit. Genau wie bei den Minis. 1+. Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn. Ich sollte am Fett. Hältst du das aus? Finden wir es raus. Jawohl, Junge. Bro, wie genau willst du ein Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Und tschüss. Das lässt du sein, ey. Gott! Volle Kanne da rein, ey.
Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Erbärmlich. Ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Spinnt. Pete, siehst du das? Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Direkt vor dem App-Ausfall gab's einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Bin unterwegs. Leute, zieht euch mal die Optik rein, ey. Die Animation, die Präsentation. Es ist doch alles einfach nur geil. Es ist doch einfach alles nur geil. Freunde, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Erstmal sehr, sehr geil. Danke dafür jetzt schon mal. Schreibt mir mal gerne, damit ich weiß, wer wirklich noch am Start ist, in die Kommentare. Sandburg. Das ist das Codewort. Codewort Sandburg. Damit ich, wie gesagt, mal weiß, wer noch am Start ist. Weiter geht's. Machen noch ein bisschen, oder? Habt ihr noch Bock, oder was? Wahrscheinlich schon. Ich meine, wer hat da nicht Bock? Nach diesem Auftakt, wer hat da nicht Bock auf mehr? Wir machen noch ein bisschen in dem ersten Part, Freunde. Ich komme. Sekunde.
Alles okay? Jetzt schon. Danke. Spider-Man! Zieht euch das mal rein, bitte, ey. Wie willst du den ganzen Sand wegschaffen, ey? Es ist, ey, ich meine, jeder kennt es, ja? Jeder kennt es von uns, vom Strand oder sowas, wenn alleine nur die ganze Zeit Sand im Schuh ist oder in der Socke oder was weiß ich oder so, weißt du? Oder wenn du das mitträgst. Junge, das ist so nervig. Ah, Freunde, ey, wie gesagt, der Part geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wenn ihr Bock habt auf mehr, schnellere Parts, ihr wisst Bescheid. Liken, kommentieren, unterstützen das Ganze. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, das kommt gut an bei euch und wird auch gut unterstützt. Hallo, was geht? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Räume das Hindernis. Geschafft. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Hast du dir was vorgenommen? Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Seit 2 Minuten oder so. Lass uns mal ganz kurz ins Menü gucken. Einmal nur ganz kurz mal rauszoomen. Ah, Leute, zieht euch das rein hier. Die Welt, ey. Das ist ja krass. Okay, die ist wirklich, wirklich, wirklich deutlich größer. Alles noch gesperrt natürlich. Fähigkeiten. Haben wir Spider-Sperrfeuer. Bei ihm Venom-Schlag. Missionen. Eine abgeschlossen, eine aktiv. Move-Liste. Ah, cool. So eine kleine Kombo-Liste. Sehr nice. Gut, okay, gehen wir hin, oder? Da müssen wir hin. Alles klar, let's go. Front Pike. Sehr gut. Schön während des Schwings nochmal ein bisschen extra EP sammeln. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Zieht euch auch mal bitte die Sichtweite rein. Da können wir überall hinschwingen, hinfliegen, alles, einfach alles. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. FRND. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du. Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Okay, sammle Netzwerkdaten, was schon da? Okay. Drohne starten. Ja. Das ging einfach. Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft. Wieder am Berg. Ich muss erstmal drauf klarkommen, wie geil das Spiel aussieht. Ich habe ja erst vor ein paar Wochen nochmal Spider-Man 1 gespielt. Im Remaster. Und das sieht ja immer noch richtig gut aus. Aber das ist hier, das ist, ich sag mal, ein deutlicher Unterschied. Man sollte auch so sein, ist klar. Aber trotzdem freut man sich einfach darüber. Katapultsprung. Richtig geil. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Das ist der gemeinsame Fertigkeitsbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beiden Helden nutzen können.
Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitenbaum. Okay. Das haben wir. Spider-Peitsche. Okay. Spider-Peitsche, ein Angriff, der mehrere Gegner in einem Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gibt einen Fertigkeitspunkt aus. Was machen wir? Du hast die Spider-Peitsche gekauft. Könnte man auch falsch verstehen hier mit MJ und so, aber egal. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du die Mission abschließt und Gegner besiegst. Spider-Sturm. Boah, meine Nase macht schon wieder Stress, aber egal, Mann. Jetzt keine Zeit hier. Nase, nerv jetzt bitte nicht, ey. Ich muss jetzt hier zocken, ich muss Spider-Man zocken, Mann. Katapultsprung. Ich freue mich. Looping, Netzwurf, ah, ich freue mich. Okay. Da. Eine Verbrechensmeldung. Na los, auf geht's. Na los. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los, aufladen. Er ist hier. Zerquetschen. Ja, er ist hier. Diebstahl? Nicht mit mir! Halt mich an den Plan! Ah, so, warte. Wer gründet bitte einen Waffenclub in ja, der Stadt? Geil, ey. Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Hier kommen die Kanäle, die eine Komplimente. Was reden die? Sind umsonst. Kommt mal her, ihr Jungs. Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Das glaube ich nicht. Klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Ach, der ist noch bei Bewusstsein. Ja, jetzt nicht mehr. Waren viele. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Angst hat er. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Boah, meine Nase, die ist so zu, ey. Scheiß Allergie, ey. Könnte vielleicht auch am Sand liegen, aber bei mir ist es Hausstaub. Aber egal. So, Geräte. Verändere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Gibt es den Spider-Bot früher? Das ist das Wichtigste. Ich brauche meinen Spider-Bot, Bro. Das war die beste, ja, die beste Sache, die man haben konnte im ersten Teil. Gib Technikteile aus, um den Höhenflug zu kaufen. Du hast den Höhenflug erhalten. Besiege Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Sorry. Mein Gott, ey, was ist denn hier los jetzt bei mir? Wirf mehrere Gegner in die Luft, um sie anfällig für Luftkombos oder zu Bodenreißende Angriffe zu machen. Okay, R1 plus Dreieck. Okay. Sollen wir hinbekommen. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. So. Leute, meine App ist noch down. Ach, ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Eine Minute, melde mich. Ja, ist es geil, ey. Sauer auf mich ist. Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht meins. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon, wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Ist wir haben bei geil. Dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Auf das Universum. Komm her, ich kick dich durch die Gegend. Ich sehe was du nicht siehst. Hat er das tatsächlich gesagt, Junge? Wie alt bist du? 5? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So.
Okay, wischen nach links. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Geil. Zu Miles wechseln. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Animationen sind ja immer anders, wenn du wechselst. Okay, ja, hier, Cutscene. Okay, gut. Später gucken wir das, wie die aussehen. Denn. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. So. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich hab Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Ja, okay, alles klar. Alles klar, Genki. Sturzflug, ja, das habe ich gecheckt. Habe ich gerade auch schon gemacht. Spiel habe ich gemacht. Also, ich hätte es nicht gedacht, war, aber jetzt so nach den ersten paar Schwingern, muss ich ehrlich sagen, sie haben selbst das Schwingen nochmal irgendwie geiler gemacht. Durch den Controller, durch das Spüren. Irgendwie fühlt sich das noch, ich weiß nicht, schneller, dynamischer an. Ich meine, man sieht es ja auch, dass es irgendwie noch geiler aussieht, finde ich. Aber ihr wisst ja, wie geil. Also, guck mal, alleine diese Sprünge, diese Animationen, die dann automatisch getriggert werden. Das ist doch einfach nur geil. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? So? Ja, oder? Schön Matschekuchen okay, machen jetzt hier. Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Jeder hat seinen eigenen Friend. Cool, Mann. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Mit all unseren Freunden. Jetzt kapier ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Berechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Ich muss sagen, Genki kommt auch direkt schon viel weniger. Ich fand ihn jetzt nicht nervig, aber so ein bisschen bei Miles Morales in dem Game ein bisschen zu übertrieben. Bisschen was zu hip und so, ja, ja, ja und so, oder? Das kommt ja viel angenehmer jetzt rüber, finde ich. Oder was meint ihr? Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Zieht euch mal bitte die... Ich meine, ey, warte mal. Ganz kurz, ich will nur mal ganz kurz hier nochmal die Optik genießen. Ist das geil, Mann. Hat er den Flügel denn jetzt auch schon? Ja, müsste doch eigentlich sein, oder? Ja, ja, hat er auch. Okay. Ja. Steuert sich auch nice. Falls ihr noch irgendwie Steuerung von Just Cause in Erinnerung habt oder so. So würde ich sagen, ungefähr. Also ganz easy jetzt hier. Ja. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Na, Jungs? Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldeal. Das ist nice, Mann. Transporter? Ist doch übertrieben. Wir haben ihn. Nein, ihr habt mich nicht. Hört doch auf zu lügen. Man darf nicht lügen. Okay, der Kollege mit der Wumme ist gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnsinn rot wird, um auszuweichen und automatisch ein Netz auf deinen Angreifer zu schießen. Na, mach mal. Ich werde schießen. Okay. Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Feast. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, Ma. Versprochen. Muss los.
Es reicht! Zeit für die schweren Geschütze! Geschütze? Getroffen! Es reicht, Mann! Zeit für die schweren Geschütze! Lass das sein! Lass es sein, hab ich gesagt! Zack! Ja, ein bisschen rumtesten, mal ein bisschen später mit ein paar Kombos, was du so alles machen kannst. Oh, Junge, mit Schlagring sogar. Großer Typ. Ja. Pariere. Ah, okay, jetzt kommt das. Pariere erst kurz vor einer. Sag mal, dieses Parieren, das ist mittlerweile gefühlt bei jedem zweiten Game, war. Egal. Erst kurz vor einem Nahkampftreffer, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv. Welcher Knopf? Auch L1, okay. Kann man sich merken. Pass. Kann man sich ganz gut merken. Okay. Das war zu früh, also. Ja, okay. Ich meine, ich zocke gerade auf meinen Zweitkanal, den ich übrigens auch habe. Falls ihr da noch Bock habt auf noch mehr Gaming. Der Saubus Gaming einfach. Zocke ich hier gerade noch Lords of the Fallen. Und vor kurzem dann auch Lies of P, da war es natürlich auch bei einem Souls-Game, ist natürlich auch klar, da kannst du parieren. Ah, hier? Ja, mal gucken, warum nicht? Ich meine, es geht ja auch so, denke ich mal. Ich meine, es gibt Angriffe, die du die du blockieren solltest, so. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du schnell genug bist, kannst du wahrscheinlich auch ausweichen hier mit Spider-Man, wahrscheinlich. Ja. Und es wird nicht so schwer sein. Okay, es wird nicht so schwer sein hier. Check das mal. So. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Okay. In unserem Büro brennt es. Wir kommen nicht raus. So, warte mal. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Kann ich aber jetzt? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt schon frei wählen. Bei so einer Nebenmission kannst du ja frei wählen, wen du haben möchtest. Beziehungsweise wird dir angezeigt, habt ihr ja gerade gesehen. Aber bei Hauptmissionen wird es dann meistens vorgegeben, welchen Spider-Man wir spielen sollen. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Danke, Spider-Man. Der Kristall ist da hinten. Hey, das war Ellie. Das war die junge Ellie. Die Stimme. Das ist eine geile Kombi. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Yeah, Venom Schmetterer. Schmetterer! Hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Ärzte meinten, Markus Geist sei zersprungen. Also buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man auf Sand gebaut ist. Okay, ich verstehe. Das wird wahrscheinlich so eine optionale Sache sein. Ich finde es richtig geil, wie sie es gerade so alles einbinden in den normalen Spielverlauf jetzt. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Schauen wir doch mal. Okay. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Markus Erinnerung zu sein. MJ. Warte mal kurz. Tatsächlich, ja, okay. Ja, das ist optional. Werden wir machen. Also, Freunde,
also stellt euch schon mal drauf ein, wir werden das richtig, richtig geil zocken, ausgiebig zocken und richtig einfach Spaß haben, Mann. Einfach Spaß haben. Fragmente von Flint Marcos Verstand sind in der ganzen Stadt verteilt. Finde sie, um ihn bei seiner Genesung zu helfen. Um ihm, sorry. Ich meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Ach, guck mal hier, die Fortschrittsanzeige, habt ihr gesehen? Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Ja. Die Folge geht schon. Sollen wir das noch machen, Freunde? Joa, komm. Bin dran. Komm, machen wir das. Komm, das ist aber dann aber auch die... Okay, okay. Mann, ich wollte eigentlich schon viel früher aufwählen, aber es macht einfach ja, zu... Er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super. Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Tja... Oh, ist das nice, Mann. Ist das nice, ey. Hey, bleib weg von der Limo. Das ist die Spinne. Auf ihn. Jo. Los geht's. Muss wehtun, ey. Sag mal, was Paparazzi erlaubst du dir eigentlich? Aber Paparazzi mit Waffen. Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Warum könnt ihr die Leute nicht in ja, das geht. Perfekt, okay, geil. Man kann ihn in die Luft schleudern und dann irgendwo an die Wand kleben, ein bisschen weiter oben. Haha, nice, geil. Schauen wir uns mal den VIP in der Limo an. Oh nein, ist es Jonah? Nee, oder? Doch! Okay. J. Jonah James. Die Spider-Man sagen. In Ordnung, Mr. James. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme von links. Hey, Spider-Man, guck mal, wer da ist. Was? Oh, bin ich. Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Das ist geil. Oh, Sie haben mich entführt. Gegen meinen Willen. Ich war nicht... Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Alter, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans. Hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid. Es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise? Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann. Ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Hm. Direktorin Evans. Ja. Dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut?
Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und das wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Ach ja. Hey, tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, ja. Beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt, zeig mir New York. Schön, 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 Freunde. Ey, boah, was soll ich sagen? Was ein geiler Anfang. Wir sind jetzt ganz knapp, vielleicht ja, ein bisschen weniger als eine Stunde, aber Junge, was ein geiler Anfang, oder? Macht es Bock oder was? Ah, Freunde, ey, ich hab so Bock. Ich werde jetzt direkt weiterzocken, die nächsten Videos für euch vorbereiten. Und wie gesagt, wenn ihr das unterstützen würdet, wäre das mega. Nehmt euch gerne kurz die Zeit, es dauert ja nicht lange, um es zu unterstützen, zu supporten mit einer kleinen Bewertung. Unterschätzt es nicht, wirklich jede Bewertung, jeder Kommentar unterstützt es für den Algorithmus, dass der auch weiß, alles klar, mir gefällt es. Ich möchte noch mehr sehen hier auf dem Kanal. Danke, jetzt schon mal. Wir hören uns beim nächsten Part, hoffe ich doch. Also, haut rein und tschüss.